Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im Dezember 2016 gelesen habe. Das Jahr ist vorbei und ein neues startet und ich werde so Mitte Januar rum ungefähr, werde ich nochmal einen Jahresrückblick für euch haben. Aber heute soll es erstmal nur um die Bücher gehen, die ich im Dezember gelesen habe. Mit ein bisschen mehr Abstand kann man dann auch besser einschätzen, ob das jetzt oder welche Bücher die Top 5 oder Low 5 oder wie auch immer Flop 5 dann werden. Und deswegen kommt das ein bisschen später. Und jetzt legen wir direkt los mit den Dezemberbüchern. Dadurch, dass Weihnachten war und dadurch, dass mein Auto ja kaputt war im Dezember, bin ich sehr viel Bus und Bahn gefahren und hatte sehr viel freie Zeit und habe deswegen einige Bücher lesen können. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 5 und dann die beiden Bücher, die ich Anfang des Jahres angefangen hatte, diese Kurzgeschichtensammlungen, die beiden, die habe ich natürlich auch beendet, aber das war das Werk vom ganzen Jahr. Insofern erzähle ich dann auch nur die Geschichten, die jetzt die letzten waren. Als erstes habe ich diesen Monat von Rachel Ward den dritten Teil der Numbers-Trilogie gelesen. Der heißt Den Tod im Griff. Und ist so ein bisschen der Tradition jetzt gefolgt, dass ich in den letzten beiden Monaten dann doch verstärkt Bücher gelesen habe, die irgendwie Reihentitel waren, wo ich also auf den neuesten Stand kommen wollte oder die Reihe abschließen wollte. Und das hier ist jetzt auch der letzte Teil gewesen aus der Trilogie. Und ich muss sagen, ich würde dem Ganzen nachträglich und vielleicht auch für alle drei sozusagen zusammen 4 bis 5 Sterne geben, also wirklich im Höchstpunktzahl eigentlich, weil ich echt sagen muss, dass jedes Buch sehr anders war, also sehr unterschiedlich voneinander und das, obwohl teilweise dieselben Personen mit drin vorgekommen sind, was ich echt einen Spagat finde, der extrem gut gelungen ist. Und also jede Geschichte, keine von denen war irgendwie langweilig oder Mittelteil oder wie man das halt von vielen, vielen Trilogien leider kennt. Im Gegenteil, also hier war wirklich jeder Band hatte eine eigene Geschichte und war mega spannend und dieser hier auch wieder. Inhaltlich darf ich mal wieder nicht zu viel verraten. Es geht aber so eine leicht Fantasy-haft angehauchte Trilogie, wo es um Menschen mit besonderen Begabungen geht, die also den Tod anderer Menschen in deren Augen sehen können oder teilweise Auren sehen. Also sozusagen die Seele als Farbskala um einen Menschen herum, solche Geschichten. Und das ist halt zu dem Zeitpunkt sehr begehrt. Jetzt dieser letzte Teil spielte auch in so einer Art Endzeit-Szenario oder Dystopie. Super spannend, ich sage jetzt nicht, wer da alles drin vorkommt, weil dann spoilere ich ganz fürchterlich. Aber es war einfach sehr, sehr gut. Hatte 310 Seiten so roundabout. Das heißt also jetzt auch nicht wahnsinnig lang. Und ich kann das echt nur jedem empfehlen, diese Trilogie zu lesen, der Lust hat auf Dystopie im Bereich Jugendroman. Hat mir super gut gefallen und ja, freue ich mich, dass ich das gelesen habe noch dieses Jahr. Als nächstes kommen wir zu einem Buch, was mich nicht überzeugen konnte. Das heißt Kein Sommer ohne Liebe von Mary Kay Andrews. Ist als Hörbuch bei mir gelandet. 7,5 Stunden Laufzeit, so heißt es. Vom Random House Audio Verlag wurde es mir auch zugeschickt und die Sprecherin ist Rieke Schmidt. Die hatte ich vorher jetzt nicht so bewusst wahrgenommen, aber das liegt mit Sicherheit auch mit daran, dass sie, sie ist zum Beispiel, Stammsprecherin weiß ich nicht, aber sie liest relativ viele Susan Elizabeth Phillips Romane, die ja auch eher so im Bereich Frauenroman, Liebesroman vielleicht angesiedelt sind. Ich habe die noch nie gelesen, deswegen aber vom Cover her sieht es so ein bisschen danach aus. Ich muss sagen, das war so ein spontan haben wollen Gefühl, als ich dieses Hörbuch in der Verlagsvorschau gesehen habe. Und da bestätigt sich leider ein Stück weit wieder, dass jetzt so Liebesromane nicht so ganz meins sind. Ich hatte das extra bestellt, damit ich das vielleicht im Sommer lese oder höre und als kleine Sommerlektüre. Dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es jetzt im Dezember gelesen. Aber das war sicherlich nicht der ausschlaggebende Grund, warum mir das Buch nicht so gut gefallen hat. Ich würde dem Ganzen tatsächlich nur so 2 bis 3 Sterne geben. Und das liegt daran, dass also die Geschichte hatte mir so ganz gut zugesagt, wie gesagt, locker leicht. Es geht um eine Location-Scoutin vom Film, die halt auf der Suche ist nach einem Ort, in dem ein Actionfilm gedreht werden kann. Und sie stromert so an, ich glaube, Florida, an der Küste von Florida entlang und findet so ein ganz malerisches Örtchen, was total perfekt zu dem Film passen würde. Und schließt auch relativ schnell die Leute dort einfach ins Herz. Also
von der Hotelbesitzerin zur Kellnerin, so, und also die Leute sind da einfach sehr, sehr bodenständig und sie kommt super gut mit denen klar, findet direkten Draht mit denen und verguckt sich auch so ein ganz bisschen in den Bürgermeister, der da irgendwie auch alle Fäden und alle Strippen zieht. Und gerade der macht ihr aber häufiger mal einen Strich durch die Rechnung, weil sie beispielsweise ein Casino als Hintergrundszene für so ein, ja, für so eine Explosion eigentlich dann haben wollen würde. Und er sträubt sich halt mit Händen und Füßen dagegen, weil das eben für seine Kommune quasi, weiß ich nicht, ein wertvolles Gebäude ist. So. Wie dem auch sei, das wirkte alles leicht konstruiert, um es mal positiv zu sagen. Also und sehr, sehr in Zuckerwatte gepackt. Damit meine ich, dass, also erstens, irgendwann reist dann auch die Filmcrew an und es ist so, wie heißt es, die Protagonistin macht irgendwie alles richtig, was man richtig machen kann und eigentlich ist auch alles perfekt, weil alle Locations, die sie braucht, sind in diesem einen Dörfchen zu finden. Grundsätzlich lassen sich die auch alle bezahlen, dass sie dann bestimmte Sachen eben freigeben an Wohnungen und was auch immer, ist alles perfekt und dann werden ihr so kleinere Stolpersteine in den Weg gelegt und das macht sie gleich zu so einem Riesendrama, was überhaupt gar keins ist. Also es ist alles eigentlich total tutti. Dann fängt sie halt eben auch nochmal irgendwann so eine Affäre-Beziehung mit dem Bürgermeister an und der ist ihr aber auch die ganze Zeit eigentlich überhaupt nicht böse, dass sie da irgendwie vom Film kommt und das ja nun sich sozusagen auf deren Seite stellen muss, was eben dieses Casino anbelangt und sowas. War so, wo ist denn hier die Spannung? Also ja, wie gesagt, also aus meiner Sicht nicht unbedingt empfehlenswert. Kann aber auch sein, dass ich das vielleicht einfach alles zu ernst und genau nehme. Was ich auch ein bisschen blöd fand, war das Ende, weil das ist dann wirklich sehr, sehr abrupt vielleicht auch gewesen. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es ist auf jeden Fall so die Fantasie einer Hausfrau und Mutter, so nach dem Motto. Also dann direkt mit Haus und Heirat und Kind und keine Ahnung. Also boah, fand ich irgendwie viel zu überstürzt und einfach zu wenig Zeit gelassen, um Entwicklung in die Protagonisten reinzubringen. Und das fand ich sehr, sehr schade. Was mir auch aufgefallen ist, das fand ich ziemlich lustig, die Namen der Hauptpersonen, also von dem Bürgermeister und von dieser Location Scout, wurden dermaßen häufig erwähnt. Ich habe mich so ein bisschen an Titanic erinnert gefühlt, wo man auch so ein Trinkspiel eigentlich draus machen kann, dass jedes Mal, wenn einer dieser Namen erwähnt wird, dass man einfach einen kippt, man wäre hackenstramm. Also, das fand ich sehr, sehr witzig. Genau, aber sonst, wie gesagt, wer sehr, sehr auf das Genre steht, kann das gerne ausprobieren. Vielleicht lag es auch daran, dass es gekürzt ist, bin ich der Meinung. Aber ja, für mich ist es, glaube ich, eher nichts und ich bleibe lieber bei meinem Fantasy und vielleicht mal ein Thriller in der Zukunft. Greer seufzte und spürte, wie ihr der Schweiß an den Schläfen hinunterlief. Könnten wir vielleicht reingehen, wo es etwas kühler ist? Ich habe Ihnen ein Geschäftsangebot zu machen. Für den Ort oder für mich persönlich? Beides, genau genommen. Am besten stelle ich mich erst einmal vor. Ich heiße Greer Hennessy. Und Sie kommen aus Los Angeles und haben das gesamte Motel für, wie lange? 6 Wochen gebucht. Woher wissen Sie das? Fragte Greer baff. Von meiner Tante, Ginny Buckaloo. Moment mal, Ginny ist Ihre Tante? Die Ginny, der das Motel gehört? Mit mir zusammen, korrigierte er. Ich hätte es wissen müssen, sagte Greer. Hat Ginny Ihnen auch erzählt, warum ich hier bin? Irgendwas mit einem Film, der angeblich in Cypress Key gedreht werden soll. Kommen wir nun zu einer Perle. Und zwar habe ich auch im Sinne der Reihenbeendung Strand ohne Wiederkehr gelesen von Arndt Rüskamp und Hendrik Neubauer. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, falls ich jemals Bernd Neubauer gesagt habe. Einer meiner Dozenten an der Uni hieß so. Und jedes Mal, wenn ich den Namen Neubauer lese, macht mein Gehirn automatisch einen Bernd davor. Das ist hier gar nicht der Fall. Also der Autor heißt Hendrik Neubauer, um Gottes Willen. Genau, Strand ohne Wiederkehr ist der dritte Teil einer Reihe über einen Kommissar namens Rasmussen und eine pensionierte Richterin namens Die Briggs. Und spielt in Eckernförde an der Kieler Bucht. Und die ersten beiden Bücher davon haben mir bereits super gut gefallen. Und dieses hier wieder, also ich würde ihm 4 bis 5 Sterne geben, hat 250 Seiten und ist aus dem Emons Verlag, wurde mir von dort auch letterweise zugeschickt. Und es ist mal wieder ein Fall, der seine Hintergründe durchaus in so, ja, sexuellen
Hintergründen eigentlich hat. So, also der Fall wird ziemlich schnell ziemlich skurril. Grundsätzlich geht es erstmal darum, dass ein oder mehrere Männer in der Eckernförder Bucht verschwinden, untergehen und wirklich einfach nicht mehr gesehen werden. Also sie sind da zum Schwimmen nacheinander auch, also über mehrere Monate verteilt passiert das. Und immer mal wieder wird einer weggecasht. Und es taucht nie eine Leiche auf und keiner fühlt sich mehr sicher. Die Tourismusbehörde denkt, um Gottes Willen, jetzt kommen hier die ganzen Touristen nicht mehr hin, weil sie einfach alle Angst haben zu sterben, wenn sie jetzt schwimmen gehen. Und es ist alles ein großes Rätsel, wie können diese Männer einfach spurlos verschwinden? Alle ganz unterschiedliche Hintergründe und man kann überhaupt nicht erkennen, so was ist denn jetzt deren Gemeinsamkeit so. Und der Kommissar verzweifelt da auch ganz schön dran. Und für mich war dieses Buch vom Thema her, vom übergeordneten Thema her, sehr, sehr stark. Was ist eigentlich Heimat? So dieses Zurückkommen zu einem bestimmten Ort. Weil die Briggs war beispielsweise irgendwie auf Weltreise, bin ich der Meinung. Also wirklich fast ein Jahr halt unterwegs und kommt jetzt eben erst wieder. Und das war für sie halt so ein bisschen ein Losbeißen und Lostreten, weil, wie das halt häufig ist, in kleineren Städten oder vielleicht auch Dörfern oft zu finden, jeder kennt einen, jeder hat ein bestimmtes Bild von einem. Egal, was man macht, man wird immer in irgendeiner Form von irgendwem beobachtet, der dann hinterher das dem Nachbarn erzählt und dann irgendwie wird man über drei Ecken drauf angesprochen, warum hast du denn am Donnerstagnachmittag in der Nase gepopelt? Und da hat sie einfach keine Lust mehr drauf und macht sich da frei und geht auf Weltreise und versucht sich halt so ein bisschen auch hinterher dann noch den Freiraum zu schaffen, den sie braucht. Aber gleichzeitig ist es halt auch sehr viele Diskussionen darüber, wo fühlt man sich sicher, wo fühlt man sich zu Hause und geborgen, eben auch wegen diesen Männern, die da in dieser heimischen Bucht quasi verschwinden. Und das fand ich extrem gut gemacht. Es war wirklich auch wie ein Nachhausekommen zu eben diesen Figuren. Und das hat mir extrem gut gefallen. Der Fall selber war zu Anfang, keine Ahnung, ganz ehrlich, wusste man überhaupt nicht, wie man das einordnen soll, ehrlich gesagt. Und später nahm es dann auch zügig an Fahrt auf. Und wir als Leser haben eigentlich mehr gewusst als die Ermittler, was ich auch mal ganz spannend finde. Und ganz zum Schluss wurde es dann auch noch sehr actionreich. Also es war wirklich eine super Mischung. Und ich finde auch so diesen spröden Humor eben aus dem Norden super. Und man kennt mittlerweile die ganzen Figuren sehr, sehr gut und freut sich einfach, die auch wieder zu sehen sozusagen. Und deswegen von mir eigentlich volle Punktzahl, 4 bis 5 Sterne. Tolle Reihe, kann ich nur jedem empfehlen, die auch zu lesen. Dann komme ich zu einem ganz neuen Buch, was unter dem Weihnachtsbaum für mich gelegen hat. Und zwar ist das Harry Potter und das verwunschene Kind von J.K. Rowling. Ich hatte es, glaube ich, im Winterweihnachtstag schon angekündigt, dass ich mir das gewünscht habe. Und ich habe es zum Glück auch bekommen. Danke an meine Eltern dafür. Und ich habe es auch sehr, sehr schnell durchgelesen. Innerhalb von 2 bis 3 Tagen, würde ich mal sagen. Es hat 330 Seiten, ist aber ja, wie vielleicht viele wissen, ein Skript zu einem Theaterstück. Das heißt, es entfallen eigentlich fast alle Beschreibungen und ist eigentlich nur eine wörtliche Rede. So in 2er, 3er oder wie viel auch immer Konstellation. Und halt nur ganz, 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 ganz mini kurze Beschreibungen mal hier und da. Und dementsprechend kann man das wirklich auch sehr, sehr schnell lesen. Meine Schwester hat das auch gelesen und hat irgendwie nur 5 Stunden dafür gebraucht. Die ist sehr, sehr schnell. Aber ich war jetzt vielleicht auch mit so 6 oder 7 maximal damit beschäftigt. Und ich muss sagen, ich würde dem Ganzen nur 3 Sterne geben. Es war zwar nett, aber es war zum einen natürlich, und das ist einem ja eigentlich auch vorher klar, das ist natürlich nicht wie die normalen Harry Potter Bücher, wo es eben wirklich Beschreibungen gibt, wo auch mal die Länge vielleicht, ich sag mal, ausufern kann und wo wirklich sich Zeit genommen wird und man in eine Welt gefangen genommen wird. In einem Theater, da ist ja normalerweise auch eine Kulisse und irgendwelche Requisiten und so weiter. Also da wird ja nicht nur sozusagen das, was die Leute schauspielern, ist natürlich zentrale Geschichte, aber es begleitet ja auch ganz viel. Und das wird nochmal eine ganz andere Atmosphäre sein, wenn man sich das Theaterstück anguckt, als wenn man jetzt das Buch liest. Das ist mir auch alles ganz klar. Aber ich muss echt sagen, dass ich hätte dem Ganzen beinahe 2 Sterne gegeben, wenn das letzte Drittel es nicht noch rausgerissen hätte. Also ich war zu Anfang, war ich wirklich fürchterlich enttäuscht, weil die Geschichte geht quasi mit den Kindern von Harry Potter weiter und es wird halt, ich sag mal, auf Biegen und Brechen versucht zu etablieren, dass der eine Sohn und Harry eben eine sehr, sehr schwierige Beziehung miteinander haben, nicht miteinander klarkommen, weil sie ja ach so unterschiedlich sind, dass und weil sich der Sohn quasi nicht zugehörig fühlt, der wird auch in Slytherin dann sortiert und nicht in Gryffindor. Und ich fand es halt nicht nachvollziehbar, weil Harry die ganze Zeit so war, ja, ist doch nicht schlimm.
wenn du da und da hinkommst, dann ist es halt so und so. Und also er hat aus meiner Sicht gar nichts getan, was irgendwie dieses Riesendrama gerechtfertigt hätte, ehrlich gesagt. Und das war halt so, ich fand es sehr konstruiert in dem Moment. Ich fand auch Ron unglaublich. Also wirklich, so, ich meine, der war ja in den Filmen schon eher so der Hahaha-Sidekick. Und der, also das war ein Clown, totaler Clown in diesem Theaterstück. Also ganz, ganz fürchterlich. Naja, also auf jeden Fall geht es dann darum, dass die Söhne von Draco Malfoy und Harry Potter werden Freunde. Und sie versuchen dann, den Tod von Cedric Diggory mit einem Zeitumkehrer aufzuhalten. Also indem sie in der Zeit zurückreisen. Und das geht, wie erwartet, fürchterlich schief. Und sie brauchen auch mehrere Anläufe. Und immer wieder verändern sie Sachen so grundlegend, dass sich tatsächlich auch in der Zukunft dann einiges ändert. Und sie immer verzweifelter werden, weil sie das so eigentlich nicht gewollt hatten. Und ja, zum Schluss ist es dann alles auch nochmal so ein bisschen... Also ich fand es, wie gesagt, den Schluss besser als den Anfang, weil es für mich... ab dem Zeitpunkt plausibler und plausibler wurde, sage ich jetzt mal, oder nachvollziehbar. Zu Anfang fand ich es echt ein bisschen übertrieben. Also es gab zum Beispiel so eine Szene, wo diese beiden Jungs quasi dann aus dem Hogwarts Express flüchten wollten und dann sind sie irgendwie auf den Zug geklettert, um irgendwie abzuspringen. Ist ja auch schön und gut, meinetwegen. Und auf einmal schiebt diese mit dem Teewagen die Hexe irgendwie über den Zug und fängt erst ganz lieb an, so nach dem Motto, wollte nicht das und das kaufen und ich mache das ja schon seit 16 Jahren, bla bla bla. Auf einmal wird die irgendwie voll zur Furie mit langen Fingernägeln und versucht die halt aufzuhalten, weil sie so eine Art Zugwächterin ist, also was so völlig so, hä, wat? Und dann schaffen sie es aber trotzdem ohne größere Probleme einfach vom Wagen zu springen und das fand ich total beknackt, ganz ehrlich, einfach nur doof. So, falls jetzt gerade irgendwie komisch geschnitten worden sein sollte, tut es mir sehr leid, aber mein Aufnahmegerät ist gerade hier irgendwie abgeschmiert. Angeblich zu wenig Speicherplatz, ich wüsste nicht warum, aber okay. Also, Harry Potter, nicht unbedingt eine Empfehlung, kann man lesen, wenn man absoluter Fan ist, aber ich fand es von der Story her jetzt nicht den Oberhammer. Zum Schluss nahm es Fahrt auf, da war es dann in Ordnung. Dann habe ich als letztes Hörbuch diesen Monat Die Wahrheit von Melanie Rabe. Habe ich vom Verlag zugeschickt bekommen und wir hören gleich auch einmal rein zum Schluss. Und das Ganze hat 8 Stunden Laufzeit und ich würde dem Ganzen gute 4 Sterne geben. Ich bin sehr gespannt. Melanie Rabe hat ja auch noch Die Falle geschrieben. Das habe ich auch noch als Hörbuch hier. Und da bin ich mal gespannt, wie mir das im Vergleich vor allen Dingen auch gefällt. Aber ich glaube, da muss ich noch mal so 1-2 Monate ins Land ziehen lassen, bevor ich das andere jetzt höre. Da geht es um eine Frau, die vor etlichen Jahren ihren Mann verloren, sondern ihr Mann ist quasi auf einer Geschäftsreise verschwunden. Und seitdem boxt sie sich als eigenständige Frau durchs Leben und macht das auch ganz gut. Sie haben auch einen gemeinsamen Sohn, der noch ein Baby gewesen ist, als der Vater verschwunden ist und der ihn gar nicht kennt so und der kommt leider auch nur so ein bisschen am Rande vor, muss ich sagen. Also fand ich ein bisschen schade, weil ja der halt wirklich eigentlich, so ein Kind spielt ja wahrscheinlich eine riesengroße Rolle in dem Leben von jemandem und eigentlich wird nur ganz kurz erzählt, so ja, sie liest ihm halt immer Märchen vor und das hat aber alles einen Zusammenhang gehabt mit dem, was eben der Mutter dann passiert ist wiederum. Also das fand ich leider ein bisschen schwach von dem Protagonisten her. Das heißt, es wurde sich sehr stark konzentriert auf eben die Frau und dann später den Fremden. Und zwar geht es dann von der Geschichte her darum, dass sie eigentlich schon so gut wie abgeschlossen hatte jetzt mittlerweile mit der Tatsache, dass jemand verschwunden ist und bleiben wird. Und in dem Moment kommt der Anruf, ihr Mann wurde gefunden und er lebt und er konnte befreit werden aus einem südamerikanischen Rebellenlager und kommt jetzt wieder zurück zu ihnen. Man muss dazu wissen, dass ihr Mann ein hochangesehener und wirklich auch reicher Geschäftsmann aus Hamburg war. Und also sie holt ihn quasi öffentlich vom Flughafen ab und da sind dann eben auch Kameras auf sie gerichtet. Und da fällt ihr schon auf, so irgendwie, das ist nicht mein Mann. Also sie hat das Gefühl, es ist nicht ihr Mann. Ob das stimmt oder nicht, ist die ganze Spannung des Hörbuchs, deswegen werde ich es jetzt nicht verraten. Aber sie guckt ihn an und sagt das dann auch zu den Behördenvertretern, das ist nicht mein Mann, also wen auch immer sie da haben, ne, das ist wahrscheinlich irgendein Betrüger, der halt an das Geld ran will, aber mein Mann ist es nicht. Und im Endeffekt ist es natürlich auch so, je mehr Jahre zwischen so einer Begegnung liegen, desto mehr verändern sich natürlich Menschen. Auch insofern kann man es nicht ganz wirklich sagen und er drückt sich halt ganz stark um die Wahrheit irgendwie herum und es werden dann auch noch alte Wunden aufgerissen von einem dunklen Geheimnis sozusagen, was die Frau mit ihrem
man gehütet hat und das kommt alles wieder an die Oberfläche und nach und nach erfahren wir erst, was eigentlich in der Zwischenzeit so alles auch passiert ist, also wie die Frau sich auch weiterentwickelt hat und so ein ganz kleines bisschen hören wir auch, was sozusagen dem Mann dann angeblich oder auch wirklich passiert ist, nachdem er entführt wurde. Und das setzt sich so als wie so ein Puzzlestück irgendwie zusammen. Fand ich ganz spannend gemacht. Gelesen oder gesprochen wurde das Ganze von Nina Kunzendorf. Die, muss ich sagen, die hat extrem, ich weiß nicht, ob sie es extra für diese Rolle gemacht hat, aber ich fand die sehr, sehr gut von der Stimme und Tonhöhe und so weiter, wunderbar. Die hat es nur super schnell irgendwie gelesen. Also die hat so gar keine Pause mal gemacht zwischen so einzelnen Satzfetzen und so. Das fand ich sehr irritierend und man musste extrem aufpassen, dass man alles mitbekommt. Und dann gab es den Andreas Pietschmann und den David Striso und einer von beiden hat den Fremden gelesen. Und der wiederum, der hat sehr leise und sachte gesprochen und wirklich auch naja, geflüstert hat er nicht, aber der war sehr, sehr leise wirklich unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe das Hörbuch teilweise im Bus gehört oder während ich auf dem Bus gewartet habe. Und das war teilweise an einer gut befahrenen Straße schon super schwierig, dass auf vollem Anschlag ich den noch höre. Das ist mir tatsächlich sehr stark aufgefallen. Die waren sehr unterschiedlich und das würde ich euch jetzt gerne nochmal zeigen in dem kleinen Ausschnitt, den ich davon mitgebracht habe. Der Fremde lässt nicht los. Ich starre dem Mann, der da vor mir steht, ins Gesicht. Suche nach einem Anzeichen des Erkennens, finde nichts. Es ist nicht die Tatsache, dass Philipp groß und kräftig war, während dieser Mann kaum größer ist als ich. Es ist auch nicht der Bart, der die Wangen bedeckt, so dass ich unmöglich sagen könnte, ob der Fremde auch Grübchen besitzt, wie Philipp sie hatte. Es ist noch nicht einmal die seltsame Art, mit der dieser Mann sich bewegt. Es sind seine Augen, denen jede Wärme fehlt und die gleichzeitig viel dunkler sind als die Augen, in die ich mich verliebt habe vor so vielen Jahren. Die Härchen in meinem Nacken stellen sich auf. So erschöpft der Fremde auch wirken mag, von ihm geht eine beunruhigende Energie aus. Das ist nicht Philipp. So, bleibt mir nur noch die letzten beiden Kurzgeschichten zu erwähnen. Und zwar war das bei Alice Munro Holz, 30 Seiten lang. Und meins war es nicht ganz, in dem Fall 3 Sterne. Die restlichen Geschichten fand ich ja sehr gut. Hier ging es um einen alten Schreiner, der halt mit seinem Geschäft eigentlich so gut wie durch ist. Der aber so für sich der arbeitet halt gerne mit Holz. So, und er fällt super gerne Bäume, hat sich irgendwie von seiner Frau auch ziemlich entfernt. Also, wie gesagt, die sind schon ein bisschen älter, so im Rentenalter. Und sie hat immer wieder Zipperlein und irgendwie, also, die haben sich, wie gesagt, voneinander entfernt. Die reden nicht mehr viel miteinander. Er verzieht sich immer an seinen Schuppen und macht irgendwie so an seinem Holz rum. Und sie wirkt auf ihn ein bisschen lethargisch so. Da kommen keine Gefühle mehr so richtig hoch in dem Sinne. Also, er liebt sie noch, aber sie ist irgendwie sehr, fast schon depressiv oder halt lethargisch. Und dann ist quasi der Stein des Anstoßes in dieser Geschichte ist, dass der Mann von einem Obdachlosen, der da irgendwie im Wald rumstromert, hört, dass ein bestimmtes Waldstück demnächst von einer großen, großen Firma gerodet werden soll. Und die wollen sich das ganze Holz holen. Er hatte normalerweise immer so eine lockere Absprache mit den Besitzern diverser Waldstücke, dass er sich da halt sein Holz rausholen kann, wann immer er möchte. Und dann kriegt er so eine Panik irgendwie, dass er halt ja quasi stürzt im Wald und nochmal Glück hat, dass er nicht auf seine Axt fällt, so nach dem Motto. Ja, aber sich irgendwie was am Knöchel tut und dann wirklich durch den Schnee und durch den kalten Wald zurückkriechen muss bis zu seinem Auto. Und da findet seine Frau ihn dann tatsächlich und das ist so ein bisschen der Moment, wo sie wieder zusammenkommen. So. Und dann merkt er halt irgendwie so, oh, das ist gar nicht wirklich so gewesen, dass da jetzt ein großes Bauunternehmen kommt, sondern das war halt so ein Gerücht, was sich verselbstständigt hat, so ein bisschen stille Post prinzipmäßig. Damit war wohl irgendwie eigentlich er gemeint, weil er mit diesem Besitzer halt ausgemacht hat, ja, er darf jetzt ein relativ großes Waldstück roden und das ist quasi über so diesen stille Postweg, wie gesagt, ganz verkehrt irgendwie rausgekommen. Und ja, also es war schon sehr atmosphärisch, melancholisch. Das hat mir gut gefallen, aber es ist irgendwie, weiß nicht, von der Lebenswelt her überhaupt nicht meins. Und auch so, also wie gesagt, es wurde viel über Holz erzählt. Und weiß nicht, das hat mich persönlich nicht abgeholt. Und die letzte Geschichte, die ich in dem Krimi-Kätzchen Kurzgeschichten-Sammelband gelesen habe, ist Hab Dank dafür von Harvey Jacobs. Hatte nur 8 Seiten und ich würde dem Ganzen 4 Sterne geben. Es war echt ein bisschen gruselig. Also da ging es um eine alte Dame, die halt eine Katze hat. Und diese Katze bringt halt so, was Katzen ab und zu mal machen, ihr tote Mäuse als
ja, Bekundung ihrer Tiefenliebe. Und das Krasse ist, dass sie relativ schnell nicht nur tote Mäuse anbringt, sondern irgendwie Teile von Menschen. Genau, und die Oma weiß nicht richtig, was sie damit machen soll und fängt halt an und legt das erste Stück irgendwie bei sich in eine Gefriertruhe, bis sie dann irgendwie so, ich weiß auch nicht, also so, ich sag mal, anderthalb Menschen zusammen hat. Und da hört dann die Geschichte auch aus. Also sie weiß halt einfach nicht, wie sie reagieren soll und verrennt sich dann da quasi, weil man soll ja das dann auch nicht wegmachen, wenn die Katze dann dabei ist, weil die denkt ja, die hat einen miternährt sozusagen als Zeichen der Liebe mit diesem Fleisch, was sie da angebracht hat. Und man weiß halt auch, es wird nicht ganz klar, ob jetzt die Katze diese Menschen umgebracht hat oder ob die nur irgendwie gefunden hat und ja, da nach und nach anbringt. Aber auf jeden Fall war es ziemlich eklig oder gruselig und insofern hat mir diese Geschichte wirklich gut gefallen. Das war schon wieder der Lesemonat Dezember. Wie gesagt, ich mache jetzt nächsten Monat, also im Januar, nochmal einen Jahresrückblick und dann hören wir uns spätestens zu dem wieder. Macht's gut, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.